Die DBB-Damen fühlen sich sichtlich wohl in der Hagener NRW-Arena, in der am Samstag um 19.30 Uhr das erste EM-Qualifikationsspiel stattfindet. Wenn selbst die Centerinnen von der Mittellinie treffen, kann das nur ein gutes Omen sein. Bundestrainer Andreas Wagner und Nationalspielerin Anne Breitreiner blicken im Pressegespräch auf das Auftaktmatch gegen Rumänien. Ja, wir werden die Rumänen natürlich nicht unterschätzen, gerade nach dem Auftaktsieg jetzt. Also eine Mannschaft, die sehr schnell spielt, die in erster Linie Fastbreak spielen möchte, haben eine überragende Spielerin dabei, die wirklich viele Punkte macht. Gestern hat sie, glaube ich, 24 Punkte gemacht im Spiel. Für uns geht es daran, weiter anzuknüpfen an die Vorbereitung, hart und aggressiv zu verteidigen, die Rumänen in Setplay zu zwingen, zu schwierigen Würfen zu zwingen, aber auch gleichzeitig natürlich mit Tempo nach vorne zu spielen, einfache Punkte zu machen aus der Verteidigung. Und ich denke, da haben wir eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Eine super Halle, denke ich, ein super Pflaster für uns auch hier zu spielen. Svenja Groenke hat sich leider die Bänder gerissen vor ca. 2 Wochen. Die wird noch nicht zum Einsatz kommen. Da hoffen wir darauf, dass sie ab dem 3. Spiel dabei sein wird. Wir haben so ein bisschen kränklich sind ein paar unserer Damen. Tine Menz hat heute in der Früh das Training verpasst, weil wir sie im Bett gelassen haben, weil wir sagen, der wichtige Tag ist am Samstag und nicht heute. Aber ich hoffe natürlich, dass wir alle fit sind für den Samstag. Es ist ein bisschen eine neue Truppe, aber alle sind hochmotiviert. Alle Fokus Eurobasket 2013 in Frankreich und jetzt geht's los, jetzt gilt's und jetzt müssen wir einfach zuschlagen. Mit Herz und Hand, ein Team! Deutschland! Erster oder Zweiter muss man werden. Natürlich ist, denke ich, Spanien der Top-Favorit in dieser Gruppe und ich glaube, danach ist es, müssen wir mal schauen. Also wir haben gestern, glaube ich, schon war eine kleine Überraschung, dass Rumänien das Spiel gewonnen hat. Wir haben Schweden noch auf der Liste gehabt. Aber ich denke, das kann man jetzt noch nicht sagen. Das wird man nach den ersten 2, 3 Spieltagen sehen, wer sich da als Favorit durchsetzt. Aber ich auch denke, Spanien ist mit Sicherheit nicht unschlagbar. Deutschland gegen Rumänien am 16. Juni um 19.30 Uhr. Live im Netz auf der DBB-Homepage. Schaltet ein und drückt uns die Daumen für unseren ersten Quali-Sieg.